Eine Weltsensation ist in München. Ganymede, das fantastische Restauranttheater. Spitzengastronom Michael Käfer und der Drei-Sterne-Koch Dieter Müller servieren ein Luxusmenü. Eingerahmt von internationalen Top-Artisten, verrückten Comedians, Band und Tänzerinnen. Karten gibt es unter 0185 77 99 77. Ganymede, das fantastische Restauranttheater. Eine Produktion von Art Concerts. Ab 10. Oktober im Spiegelpalast am Englischen Garten. Ganymede ist ein atemberaubendes Showspektakel in tollem Ambiente, nämlich in einem nostalgischen Spiegelpalast. Serviert wird außerdem 1A Essen. Max Wöhler über die Dinnershow der Extraklasse. Tanz, Varieté und ein Hauch von Moulin Rouge. Atemberaubende Artistik, unglaubliche Akrobatik und fantastisches Essen. Das alles ist die Welt von Ganymede. Die ersten prominenten Gäste tauchten gestern in diese zauberhafte Welt ein. Sensationell, wirklich sehr gut. Ein gutes Mix aus Show, Essen und Trinken, netten Leuten. Und ich glaube, passt zu München, Volltreffer. Ein echter Volltreffer ist Starkoch Dieter Müller. Seine Menükreation sicherlich das Highlight des Abends. Es ist der Hammer. Ich habe in meinem Leben noch nie so ein Steak gesehen, was man durchpusten kann. Man pustet und es geht auseinander. Also es ist echt der Hammer. Also jetzt weiß ich, warum er 3 Sterne hat. Mindestens 3 Sterne hat auch das Showprogramm verdient. Spitzenkünstler aus aller Welt präsentieren ihr unglaubliches Können. Temporeich, spektakulär, witzig und voller Illusionen. Charmant begleitet von einer der schillerndsten Personen des Abends, Gloria Gray. Ein weiterer Star, Komiker Derek Scott. Sein Humor und seine Show zogen alle in seinen Bann. So prominente Münchner Prominenten, das ist immer ein sehr kritisches und schwieriges Publikum. Und er hat das geschafft, der Funke ist übergesprungen. Und ich hoffe, dass es auch weiter so geht. Der Wunsch geht mit Sicherheit in Erfüllung. Zumal der Funke ja auch bei den Gästen so richtig übergesprungen ist. Wer es selber erleben will, Ganymede gastiert noch bis Januar in München. Ja, zu späterer Stunde waren dann auch tatsächlich alle etwas lockerer. Ob es daran lag, dass die Show so mitreißend war oder aber doch am Wein, das sei dahingestellt. Und dann hängt es ja auch immer noch davon ab, mit wem man einen so besonderen Abend genießt. Gloria ist ein unglaublich disziplinierter Entertainer und ich kenne sie seit vielen Jahren, schon früher von der Theaterie am Platzl, wo sie eigentlich erst richtig berühmt geworden ist. Es gibt wenig Menschen, die ihren Erfolg mit so viel Disziplin einfach durchziehen wie Gloria. Nach musikalischer und humoristischer Unterhaltung war es dann soweit. Der Hauptgang wurde serviert.